Hallo liebe Freunde zu einem neuen Game. Es heißt Dude Simulator. Es ist ein Simulator. Ja. Hast du mich gerade ausgelacht? Ey, folg mir mal. Komm mal mit. Komm mal mit. Hallo? Ja, also dieser Simulator ist einfach ein Simulator. Du kannst die Dinge machen, du kannst. Okay. Was? Regnet das gerade oder bin ich einfach auf Crack? Seht ihr das auch? Okay, ich glaube, das ist ein Mensch, der ein bisschen rumbackt. So, wir können ja auch einfach mal Leute ausrauben, damit wir Geld bekommen, weil so bekommen wir kein Geld. Deswegen überfallen wir mal einen Typ. So ganz aus Versehen. Ups, sorry, es tut mir leid, Sir. Das wollte ich gar nicht. Geht's Ihnen gut? Warten Sie, ich fahre wieder zu Ihnen. Ich fahre zu Ihnen, warten Sie. Da, und jetzt hat er hier wieder, hat er Gelb gedroppt. So, und jetzt können wir uns. Warte, wir müssen noch einen zweiten kurz mal aus Versehen umfahren. Aber ey, die, ganz ehrlich, die laufen einfach so auf die Straße manchmal. Guck, hier, der Typ läuft einfach auf die Straße. Was soll das? Mein Junge. Okay, ich glaube, der muss jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Die schlafen nur, okay? Buh. Bye, have a beautiful time. Jesus Game. Dieses sperrt auch noch einen Story Mode. Also wenn ich den testen soll, dann stimmt mal oben rechts ab. Wenn ich das eingefügt habe, wenn nicht, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dass ich es vergessen habe. Lul. Und ja, ich weiß, ich habe gegoogelt, was Lul heißt und es heißt Arschloch. Und ja, ich sage halt die ganze Zeit Arschloch. Aber egal. Lol, sage ich dann einfach. Das heißt, genau. Nein, fall nicht die Treppe runter, Willi. Willi, nein. Nein, Willi. Oh, Willi lebt noch. Ui. Er hat da was verloren. Hey, können Sie... Hallo? Ja, dann halt nicht. Schlafen Sie halt einfach weiter. Ey, was soll denn das? So respektlos sind die hier. Guck, der läuft einfach über die Straße. So, dann nehmen wir mal den Wagen, weil der ist... Ups, es tut mir leid, der. Sorry, Sie haben was verloren. Soll ich Ihnen einen Krankenwagen rufen, weil Sie einfach so hingefallen sind? Ja, okay, ich glaube, er muss ein bisschen schlafen. So, dann können wir jetzt kurz wohin fahren und uns das kaufen. Ne? Miep, miep. Während wir, dagegen erstmal fahren. Was ich schade finde, ist an dem Game, das gibt's auf Steam, das kostet Geld, dass man keine Sachen umfahren kann. Guck mal, ich fahre einfach gegen einen Baum und der bleibt einfach so. Das geht doch nicht. Oder es gibt zum Beispiel keine Leute, die arbeiten. Also, würde ich das Spiel programmieren, also was ich jetzt noch hinzufügen würde, wäre zum Beispiel, dass man irgendwie so in Shops, bei Shops annehmen kann so und dann Geld verdienen kann mit so einem Minispiel. Zum Beispiel die ganze Zeit Q und E drücken oder so. Dass, wenn man stirbt, irgendwie so in so ein Gefängnis kommt. Oh, ein Messer. Uihihi. Zack, 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 zack. Ich war ja hier, okay? Und dass man irgendwie so vielleicht einen Levelbaum hatte, den man so skillen kann. Also dann kann man zum Beispiel skillen, dass man dann bei der Arbeit mehr Geld oder so bekommt. Ups, sorry, also ich... Warte, ich helfe Ihnen kurz auf. Oh, wollen Sie weiter schlafen?
Ey, hören Sie auf zu schlafen. Ey, die schlafen hier alle. Entenkundenpolizei, das ist nicht so gut. Tut das weh, wenn ich das mache? Oh shit, hey dude. Ey, this hier. Police. This is police. Hier, da, nimm Stop. Das, Police. Stop. Aua! Schnell, schnell weg. Ich hab 4 AP. Ihr kriegt mich niemals lebend. Ich hab 3 Sterne, das seht ihr oben links. Dann auf, okay, wir sind jetzt ein bisschen weiter weg. Wir sind einfach gerade. Also, oh shit, da sind welche. Bitte helfen Sie mir. Ach man, ich hab Polizei. Und dass sie irgendwie Waffen hätten oder so, weil die Polizei macht einfach nichts. Die probieren sich nur anzugreifen mit dem Fuß oder so. Und dass man in den Häusern Geld und sowas finden kann. Ich warte, Jimmy, ich nehme sie. Ey, Jimmy ist einfach verschwunden. Ehrenloser Jimmy. Die sagen hier auch tolle Wörter, während man hier rumfährt. Und wenn ich mal den Story Mode spielen soll, dann. Ja, habe ich schon gesagt, oder? Ja, habe ich. Gut. Ey, ich kann hier doch einfach gehen. Guck hier, also ich habe jetzt ein Messer, ein Geschenk. Hier kann ich spucken. Hier kann ich ein bisschen pinkeln. Pinkelpause. Hier habe ich dann eine Ohrfeige, so Respektschelle mäßig. Dann kann ich hier rülpsen und pupsen. Also es ist immer unterschiedlich, ob ich pupse oder ob ich. Ja. Und dieses Spiel ist super toll. Open World! Also wir können jetzt gleich mal einfach hier so irgendwo einbrechen. Wir müssen nur aufpassen wegen der Polizei. Und wenn wir dann 100 haben, habt ihr ja vor einem Gunshop schon gesehen, dann können wir uns eine Waffe kaufen und die wegballern. Boom, Polizei! Shit off. Sind die irgendwie unverwundbar oder so? Oh shit! Nee, der eine ist tot, oder? Ich meinte, der schläft ja nur. Shit, ich habe kein Auto mehr. Da kommt noch ein Police. Da kommt noch einer. Die laufen einfach gegenseitig in sich rein. Er ist tot. Ja, er hat sich gegenseitig umgehauen. Da liegt ein bisschen Geld und sowas rum. Ey, das Geld ist verschwunden. Okay, aha. Ich habe gerade 5 von 5 Sternen. Ich will mir eine Granate einmal kaufen, bitte. Rippe auf dich. Ey, ich hab kassiert. Ich muss ein Auto finden, ich bin zu lahm sonst. Hier sind wir am Anfang Auto, aber ich glaube, das habe ich schon weggeparkt. Ja, da hinten stehen welche. Ich bin ein bisschen schnell, wie ihr sehen könnt, als die anderen. Ja, er ist tot. Er schlägt nur. Keine Ahnung, warum die jetzt diese Schiffe so oft sagen. Ja, okay, kann sein, dass ich die vielleicht ein bisschen absteche oder so, aber. Yay! Einfach alle oben Bretter. Nein, ich hänge jetzt nicht erst auf an dem Ding hier fest, oder? Ja, sie haben mich befreit. Wieder rumfliegen. Nein, dreh dich wieder um, dreh dich wieder. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Schnell. Geh da rein und hol dir eine Granate oder so. Eine Granate ist so toll. Guckt euch die mal an. Ach, hier ist noch einer. Hands up. Fuck. Scheiße.
Da, Schlafenszeit. Aber da hinten kommen ganz viele. What the fuck? This is police. Hands up. This is police. Hands up. Fuck. This is police. This is police. Fuck. Nope. Hands up. Fuck. Fuck. This is police. This is police. Fuck. die stolpern einfach alle über sich selber. This is police. This is police. Hands up. Fuck. Fuck. Hands up. Fuck. Hands up. Stop. This is police. Stop. This is police. Stop. This is police. Oh shit, ich bin rausgekommen. Wie viele Meter hier laufen. Und über sich selbst stolpern. This is police. Hands up. Stop. Stop. Hands up. This is police. Fuck. Fuck. Stop. Fuck. Hands up. Hands up. Fuck. Stop. Stop. This is police. Fuck. Stop. Stop. Fuck. Nein, ich bin tot. Ja, und dann brechen wir gleich mal. Wir gucken, wir besuchen natürlich nur unseren Freund. Nein, wir brechen doch nicht ein. Wir sind deutlich so ein ungehobelter Mensch. Wir sind nämlich ein ungehobelter Schmensch. So, erstmal holen wir uns eine fette Karre. Zwar würde ich gerne eine Person anspucken. Das Gute ist, wenn man die mit dem Auto überfährt, dann juckt es die gar nicht. So, dann fahren wir mal hier erstmal um die Ecke und fahren erstmal zu denen hier. Hallo. Ist hier jemand? Wenn ja, dann zeigen Sie sich bitte. Ich möchte nämlich eine klatschen, wenn Sie hier sind. Weil wenn man hier auch alles aufmacht und so, da ist nichts drin. Das finde ich ein bisschen schade. Da sollte vielleicht irgendwas drin sein. Vielleicht eine Waffe oder... Aber nicht so eine starke. Oh, da ist was drin. Lol. Kann ich das? Ich möchte gerne das Haus hier anzünden. Cool. Und jetzt? Kann ich das damit Leute anzünden? Kommen Sie mal her, bitte. Aber was mache ich denn mit dem Feuerzeug? Damit kann ich doch nichts machen, oder? Bruder. Das Spiel ist so cool. Also verstehe die ganzen negativen Bewertungen an dem Spiel, verstehe ich einfach nicht. Das Spiel ist doch cool. Aus dem Weg, ich will spielen! Achso, ich wollte ja weiter die Nachbarschaft anschauen. Und meine ganzen Freunde in der Nachbarschaft besuchen gehen. Aber erstmal muss ich hier jemanden umfahren, damit ich mir ein Knife kaufen kann, damit ich mich wehren kann. Falls da jemand ist, da wohnt. Okay, der schläft wieder mal. Dun, 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 dun. So, dann fahren wir kurz zum Gun in Gale, zum Weapon Shop oder wie der auch immer heißt.
Dann, 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 dann. Hier gibt's noch Supermärkte und all sowas. Bar. So, einmal bitte hier rein. Hallo. So, kann ich vielleicht hier irgendwie... das tut mir leid. Was bringt mir das? So. Aber trotzdem, jetzt zum Beispiel das. Was bringt mir das? Jetzt haben wir zwar eine Sache im Haus gefunden, aber das bringt mir absolut... So, so stellt man sein Auto wieder hin. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was ich in dem Spiel noch alles hier so machen soll. Ja, wenn ihr Spiel kennt oder fragt, was ist denn das da hinten da und was ist der Wasserfall da? Die nicht gerne Wasserfall, ich hab's ja nicht gerade gesagt. Lost. So, ich würde... die... Und mit diesem coolen Stunt würde ich sagen, das war's mit dem Dude Simulator 3. Und ich wünsche dann euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bye bye!